So, heute machen wir ein Stück Fleisch. Das ist Kotelett ohne Knochen vom Iberico-Schwein, also am ganzen Stück. Das sind 600-700 Gramm, mehr ist das nicht. Mit sehr niedriger Temperatur für Ofenbratverhältnisse, also nicht wirklich niedergaren, aber halt ja, niedrige Temperatur. Ich werde das gleich mit einer eigenen Marinade versehen und dann sofort in den Ofen schieben und dieses Stück circa 2 Stunden bei 140 Grad braten. Die Marinade wird etwas Olivenöl haben, scharfen Senf, Salz, Pfeffer und etwas getrocknete Chili, die wirklich sehr scharf sind. Da werde ich sparsam mit umgehen. Ja? Und etwas Honig. Wie immer nehme ich hier diesen Waldhonig. So, hier erstmal ein Stück Fleisch hier rein. Und dann ich das salzen. Pfeffern. Chili-Pulver. Dann mache ich hier ein bisschen Olivenöl rein, Senf, Honig, vermenge das ein wenig. So, und dafür habe ich heute mal die Handschuhe angezogen. Jetzt wird das schön hier einmassiert. So, die Fettseite natürlich nach oben. Das war's schon. Das kommt jetzt in den Ofen. Umluft, 140 Grad, mittlere Schiene. 2 Stunden. So, das Fleisch ist definitiv fertig. Es sieht sensationell aus. Ich mache das Fleisch jetzt in Alufolie, damit es dort ruhen kann. Und mache das zurück auch in den Ofen, den ich aber mittlerweile ausgemacht habe. So, und hier mache ich jetzt einen Schluck Madeira rein und werde daraus ein bisschen eine Soße machen. Das Ganze kommt jetzt in einen großen Topf und hier werde ich das Ganze ein bisschen einreduzieren und ein bisschen Butter montieren, wie man so schön sagt. Ja.
Das mache ich aber gleich. Jetzt kommt das erstmal auf den Herd zum Einreduzieren. Wirklich dieses wunderbare Fleisch an. Nehmen wir hier ein schönes Fleischmesser und schneiden jetzt Stücke. Ja, seht ihr das, wie saftig das ist? Das alles auf einen Teller. Ich jetzt auch kurz im Ofen hatte. Damit der Teller nicht kalt ist und das Fleisch dort sofort Temperatur verliert. Wow, ist das lecker. Wahnsinn. Das ist das Fleisch. So, kommen zum Kartoffelpüree. Ein gutes Stück Butter. Augenmaß Milch. Das sind jetzt Kartoffeln 500-600 Gramm, also für zwei Personen. Ungefähr so viel Milch dazu. Pfeffer, Salz. Übrigens, statt Milch kann man auch Sahne nehmen, das ist völlig egal. Dann wird es halt noch reichhaltiger. Mache ich auch manchmal. Jetzt habe ich es halt mit Milch gemacht. Viele machen hier noch Muskatnuss rein. Ich mag das nicht so gerne, deswegen lasse ich das. Jetzt wird das Ganze ordentlich gestampft. Fertig ist der Kartoffelstampf. So, zwischenzeitlich den Tomatensalat zu Ende bringen, ganz easy. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Das war's. Ganz tolles Olivenöl.
bisschen Balsamico. So, mehr braucht dieser Salat definitiv nicht. Dann der Tomatensalat fertig. Hier köchelt die Soße. Da mache ich jetzt Butter rein und mache das Ganze vom Herd. Da muss nichts abgeschmeckt werden, gar nichts. Das kommt auch auf den Tisch.